Herzlich willkommen zu unserem kleinen Do-it-yourself-Tutorial, wie man Tomaten anbaut. Hier mit dem Kollegen, dem Tobias. Moin. Ja, wir werden euch jetzt zeigen, wie man in einem kleinen Gewächshaus so auf die Schnelle, naja, was heißt auf die Schnelle, so rund 10 Minuten ordentlich Tomaten anbauen kann. Das Einzige, was ihr dazu benötigt, ist wie hier angezeigt, einmal die Farmerhacke. Die braucht ihr auf jeden Fall. Dann benötigt ihr noch den Kalk. Das ist der. Da solltet ihr schon, wenn ihr ein ganzes Gewächshaus voll machen wollt, einen ganzen Sack, weil ich glaube 55% ist ein ganzes Häuschen. Und dann braucht ihr noch natürlich die Tomatensamen. Das sind die. Da braucht man auch ein paar mehr von. Ist ganz nützlich. Ja. Der Kollege wird sich jetzt erstmal die Hacke schnappen. Das Gewächshaus ein bisschen vorbereiten, den Boden ein bisschen auflockern. Ich werde in der Zeit mal zugucken, dass er das auch ordentlich macht. Und ja, genau. Dann geht das weiter. Sind insgesamt 8 Felder pro Gewächshaus, die er jetzt vorbereitet. Das sieht man auch hier mit kleinen gehäuften Erdhaufen. Sobald er denn soweit ist, gehe ich denn mit dem Dünger rein. Das ist eine zeitwierige Aufgabe, aber es lohnt sich. Eben. Das zeigt auch, dass man nicht unbedingt mal Gebäude looten muss, weil die meisten Sachen davon findet man eigentlich immer unterwegs. Gerade den Kalk, die Hacke und die Tomatensamen. So, der Kollege ist jetzt fertig. Jetzt gehe ich mit dem Dünger rein. Dann wählt man hier Fertilize Soil aus. Bereitet das alles hier ein bisschen vor. So. Das ist gemacht. Den werfe ich jetzt erstmal weg. So, dann nehmen wir uns die Tomatensamen. Die pflanzen wir denn? Erkennt man auch sehr schön, dass hier so kleine Stäbe aus dem Boden auftauchen, wo dann die Tomaten dran wachsen. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was man braucht, ist Wasser. Das hat jetzt der Kollege noch bei. Genau. Da kann man ganz normale Feldflaschen nehmen. Das sind die. Oder die normalen Wasserflaschen. Funktioniert beides. Da geht er jetzt rein. Bewässert die einmal. Und pro Gewächshaus braucht ihr so um die 3 Flaschen ungefähr. Also wenn ihr irgendwie ein Gewächshaus habt, guckt, ob ihr irgendwie in der Nähe einen Brunnen habt oder vielleicht einen kleinen See, wo ihr die Flasche zwischendrin mal auffüllen könnt. Nein, nicht trinken. Du sollst das prüfen, Mensch. Bitte. Letzte Flasche. Ja. Ja. Was war jetzt so? Er zeigt mir das heute immer nicht an. Auch Mitarbeiter im Gewächshaus haben irgendwann mal Durst. Genau. Sobald er denn fertig ist hier mit Bewässern,
heißt es eigentlich nur noch warten. So. Ja. So, Alles klar. da ist er So. jetzt fertig Hat und doch noch geklappt. jetzt müssen wir erstmal ein bisschen abwarten und dann sehen wir uns gleich wieder. Ein kleiner Zwischenstand. Ja, so nach einigen Minuten kann man hier so ganz schön schon erkennen, die ersten Tomatenpflanzen kommen schon durch. Die weiter hinten, die werden auch schon ein bisschen größer. Und ja, sobald die Pflanzen weiter wachsen, dann geht's auch weiter. Willkommen zurück zu unserem kleinen Tutorial, wie man in einem Gewächshaus Tomaten anbaut. Hier sieht man, sind ganz gut gewachsen. Bedeutet aber auch, jetzt müssen wir ernten. So, da wählen wir einen der Sträucher aus. Collect crops and plant. So, haben wir eingesammelt. Da sehen wir schon, schön viele Tomaten. Da müsst ihr jetzt aber auch drauf achten, dass ihr keine verrotteten Tomaten esst. Die erkennt man. Ich habe jetzt hier leider gerade keine im Inventar. Also müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, weil da bekommt ihr eine Lebensmittelvergiftung und wenn ihr dann keine medizinische Unterstützung habt, dann kann das ganz schnell ja den Bach runtergehen. Das Pflanzenmaterial, das kann man bis jetzt, soweit ich weiß, noch nicht verwenden. Aber wird mit Sicherheit noch in Zukunft kommen. Wenn ihr weitere Fragen habt, weitere Tutorials benötigt für DayZ Standalone, einfach eine Nachricht schreiben, Kommentar hinterlassen oder uns abonnieren. Danke, tschüss! Ciao.